Jetzt hier nochmal Michele Baresi. Applaus für Michele Baresi. Und zwar spielen wir jetzt den Song, den wir damals auf unserer gemeinsamen DDR-Tour immer schon am Ende gespielt haben zusammen. Das machen wir heute nochmal. Vielleicht klappt das ja wieder. Wir hatten damals einen Song im Programm, der über einen Schnaps handelte und haben ihn dann umgetauft von einem Schnaps auf eine Suppe. Und die kommt jetzt auch. Für diese Suppe brauchen wir eine Kaffeetasse. Darin brauchen wir heißes Wasser. Oben drauf brauchen wir Fettaugen. Unten drin brauchen wir Wurstreste von vorgestern. Wir kochen das Ganze auf und nennen es dann Soul Young Kids. Das erste, wofür ich mich richtig interessiert habe, war Ska-Musik. Als ich nämlich mit 13,5 nach England gefahren bin, so Sprachschüler-Austauschmäßig, da war halt Ska in England gerade ganz groß. Und der Disco, wir kamen dann in die Dorfjugend rein, die hatten alle kurzrasierte Haare und so Anzüge an und so und haben dann das Ska getanzt, was mich sehr beeindruckt hat. Und dann habe ich den DJ gefragt, was das ist und habe mir dann in Berlin sofort die Platten gekauft. Ne? War das, glaube ich. Also war auf jeden Fall der erste offizielle Auftritt hier im Osten. Nee, das war damals ja eigentlich auch die Zeit, wo es im Osten anfing, so würde ich mal sagen. Dass so überhaupt Bands gab, die Musik in der Richtung gemacht haben und das lief alles an. So überall gab es neue Bands und die eben halt in dieser Richtung der Musik gemacht haben. Und das war einer der wenigen Läden, wo man eben in Berlin zum Beispiel spielen konnte. Hat es da angefangen, 87 ausgerechnet? Keine Ahnung, im Osten ging es immer ein bisschen später los. Hey, Olli, alles klar? Ja, zu 10 Jahren. Glückwunsch zum 10-Jährigen. Und wie geht's euch so? Spiel die Trompete und außerdem singe ich noch und ansonsten bin ich ein unheimlich dufter Typ, wenn ich mich nicht gerade von meiner Freundin getrennt hätte, das jetzt 19 Tage her war, so ziemlich genau in dieser Zeit und es ist kein schönes Gefühl. Ich bin Michael, spiele Saxophon und habe vor ungefähr 4 Jahren mein Abitur gemacht. Ich bin Mike, ich spiele Gitarre, aber frag mich nicht warum. Bonnier ist mal angekommen vor ein paar Jahren. Ich fragte, ob ich da Gitarre spielen will, da bin ich hingekommen und am Anfang waren sie mich völlig scheiße vor allem Marke. Und dann hatten sie aber keinen anderen, dann mussten sie mich trotzdem nehmen. Seitdem versuche ich den Rest auch nicht auf die Nerven zu gehen.
Ich bin Schufa, ich singe in der Band und hampel immer gerne vorne rum und habe heute Abend die Bierbongs, für die es Bier gibt, deswegen bin ich der interessanteste Mensch in dieser Band. Ich bin JB und ich trinke Bier und wieso bin ich eigentlich hier? Was mache ich eigentlich hier? Ach ja, stimmt ja. Ja, diese Orgel. Die Hand. Mischen, wie viel sind? Na, der war gut. Das war gut. Das war gut. Ich bin Bondier und ich habe mit 16 angefangen Bass zu spielen und mit dieser Band. Naja, und ich bin immer noch 16 und kann immer noch nicht Bass spielen. Lieben! Stimmt, der Mann hat recht. Ich bin Lorenz, 34. Ich habe in meinem Leben schon ziemlich viel gemacht. Gutes erlebt, schlechtes erlebt. Und jetzt spiele ich bei Blechreiz und da bin ich verdammt nochmal in schlechte Gesellschaft geraten. Und das ist gut! Also, mein Name ist Steffen und ich bediene die Trompete. Hallo, ich bin Anja, ich spiele Saxophon. Ich bin der Gerd und spiele Geige und Mandoline. Ich bin der Andreas und spiele die Gitarre. Und außerdem ist da noch Janik, der spielt Bass. Der passt aber gerade auf seinen Sohnemann auf. Ich bin Oliver, ich mache Gesang und Gitarre. Ich bin Rob, ich spiele Posaune. Ich bin Marco, El Marinero und spiele Schlagzeug. Wieder. Wie viele Jahre hast du hier gewohnt? Also 18 Jahre ungefähr. Wie viele? 18. Was macht man hier? Wohnen, aufs Klo gehen, schlafen, ja, aus dem Fenster gucken, geifen, Fahrrad fahren. Was waren denn deine Kindheitsträume? Ich weiß es nicht mehr. Keinen einzigen mehr? Nee, eigentlich nicht so. Hier hat mal Fußball gespielt, auf dem Gegenüber. Ja, vielleicht mal so ein bisschen wie Romario zu spielen. Also, dieses Viertel war hier so, glaube Ende der 60er wurde das auch dann eingeweiht und so. Und die Leute sind schon ganz gerne hierher gezogen. Aus der Stadt so, weil da waren die Buden auch sehr klein und so weiter. Und viel wurde ja da auch nicht saniert, da in der Stadt direkt. Und hier war es eben ein bisschen grüner. Sieht es noch so aus wie früher oder hat sich schon? Ja, eigentlich schon, ja. Viel hat sich sicher nicht verändert, auch bei den Leuten nicht und so. Hast du hier angefangen Musik zu machen? Ja. Was war das erste Lied, was du spielen hast können? Das erste Spiel, Lied, war irgend so ein Country-Western-Teil. Also keine Klassik oder so? Nee, ach überhaupt nicht. Wandergitarre. Würdest du sagen, dass das für ein Kind in Berlin anstrengend ist zu leben, oder? Ja, also Steglitz ist ja so ein Wohnbezirk. Der ist eigentlich relativ ruhig. Hier wohnen ganz viele Familien und bei mir war das so, ich habe mich dann übers Alter halt immer weiter ausdehnen können. Ne? Mein,
einen Radius, den ich so erforscht habe. Das wäre in Hildesheim dann mit 10 vielleicht auch zu Ende gewesen, weil dann ist man irgendwie alles abgelaufen und dann erledigt sich das ziemlich schnell. In Berlin gab es dann also über die Jahre hinweg immer noch mehr Sachen zu entdecken. Von daher war das eigentlich klasse. Ist das ein typisches Berliner Haus? So? Ja, glaube schon. Ne? Ja. Schulleiter und ihre Kinder passen gut nach Steglitz. Ja, ich glaube schon. Das ist so die Gegend hier. Warum? Ja, ruhige Wohngegend, so nett, ne? Passiert nichts. Außer Fahrradklauen kommt hier, glaube ich, nichts vor. Wie war das denn bei euch im Haus? Hat es denn, ab welchem Alter hat es denn ernsthaftere Unterhaltungen, zum Beispiel über Musik, über Politik und so weiter gegeben? Jetzt bei meinen Eltern, oder? Ja, bei dir in der Familie. So. Über Musik und Politik? Naja, war normal. Ne? Also ich habe mich halt früh für Musik interessiert. Von daher habe ich so eine Themen vielleicht angeschnitten. Ich hatte auch meine erste Band hier im Haus, im Übungsraum, gleich da drüben, unten im Keller. Und da haben meine Eltern das auch ermöglicht, dass das geklappt hat. Dass wir die ganzen Keller standen halt auch großenteils leer und hier waren ganz viele Wohnungen leer und so. Und da war das kein Problem, da unten Krach zu machen. Ne? Zu dritt und das war einfach so, ja, man hatte so das erste Mal eigentlich Instrument in der Hand und haben wir gleich angefangen mit einer Band und schnell einen Übungsraum gefunden in einem Jugendheim und das war so, das erste Jahr war eigentlich nur ein bisschen lernen, wie man mit Instrumenten umgeht, das war so gegen 83, sprich mittlerweile 12 Jahre. Flöte. Und mein Vater hat schon immer Saxophon gespielt, neben seiner Arbeit, nebenbei, also praktisch so in seiner Freizeit, auch in der Band gespielt. Und dann so mit 17 oder 18 habe ich mal gefragt, ob ich mal das Instrument ausprobieren kann und dann ging das eigentlich auch recht schnell. Die ersten Band, bei der ich mitgespielt habe, waren die anderen. Also ich kann mich erinnern, dass da geplant war, einen Sampler zu machen mit 4 Bands, die also wirklich nicht so das Übliche waren, die sonst immer auf Amiga erschienen sind. Es gab ja immer so die Budis, Karat, Silly City, was es da so gab, sondern eben einfach wirklich auch mal mit neuen, unbekannten Bands einen Sampler zu machen. Was ist Amiga? Amiga war die damalige, eigentlich so, die das Monopol hatte, Plattenfirma in der DDR. Amiga war mehr oder weniger so für den Pop-Bereich oder Rock-Bereich. Es gab dann natürlich Eterna und Literna und die waren aber mehr so für die Klassik. Also Amiga war so Rock und Pop. Und bei uns scheitert es eigentlich wirklich nur an einem Wort, nämlich das Wort Bronx. Das wollten sie irgendwie nicht. Also sie waren der Meinung, es muss geändert werden oder es muss raus oder muss irgendwas anderes rein. Und da hat Toaster gesagt, also der damalige Sänger, also so eine Kompromisse will er nicht, schließt er nicht. Und insofern war die Sache für uns gestorben. Warst du denn in irgendeiner Jugendorganisation? Warst du in der FDJ? Ja, klar war ich in der FDJ. Wahrscheinlich wie alle anderen auch. Also ich glaube, dass die wenigsten nicht in der FDJ waren. Trotz dieser Antipathien deines Vaters? Trotz dieser Antipathien. Wie seid ihr damit umgegangen? Augen zu und durch, oder? Wie hast du gewohnt? Also ich habe bis 89 gewohnt bei meinen Eltern in der Wohnung. Erzähl mal, wie es hier ist. Also, na, die Ecke war überhaupt nicht frei zugänglich. Also die war vollkommen zu. Und da, wo jetzt die Straße ist,
Das war also richtig praktisch der Grenzstreifen, also mit in der Mitte mit einer Fahrbahn für die Autos, mit Panzersperren, mit Stacheldraht. Und da drüben war einmal eine Mauer und hier vorne war eine Mauer. Und direkt die Straße war auch vollkommen abgesperrt. Und also man konnte hier überhaupt nicht lang gehen. Man konnte eben nur direkt bis zu unserem Haus gehen, bis zur Nummer 5. Und man konnte eben, ich glaube, man konnte noch diesen Hauseingang reingehen, in die 33. Und es sieht natürlich vollkommen anders aus. Eigentlich kann man sich das gar nicht mehr richtig vorstellen. Meine Eltern haben auch ziemlich viel Fotos gemacht von der Zeit, also als es noch stand und als die Abrissarbeiten waren. Und naja, ich habe immer sonst nur vom Balkon von meinen Eltern, also wirklich immer nur so dieses Haus gesehen. Und man hat sich mal so vorgestellt, was da für Leute wohnen. So richtige Leute hat man ja auch nie gesehen, die rausgeguckt haben. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Leute so dicht an der Grenze nur hier leben dürfen, wenn sie auch relativ konform waren. Das war zum größten Teil auch so. Also in dem Haus wohnten wirklich vorwiegend Leute, die entweder bei der Polizei waren oder die bei der Stasi waren. Und dass meine Eltern hier in die Wohnung gezogen sind, war damals eine reine Notsituation. Weil mein Vater hat nämlich hier angefangen in Berlin zu arbeiten, komme ich beide von außerhalb. Und sie brauchten eben einfach eine ganz dringend eine größere Wohnung. Ich hatte vorher in einer Einraumwohnung mit einem Kind gelebt. Und da war die einzige Wohnung, die ihnen angeboten wurde, war natürlich diese Wohnung an der Grenze. Und da haben sie ja gesagt. Und wie viel Raum hatte eure Wohnung? Zwei Räume. Und einen Raum hatte ich glücklicherweise für mich alleine. Wie war das? Wurde bei euch zu Hause über Politik gesprochen? Ja. Ja, es gab immer Diskussionen, es war eigentlich immer ganz lustig zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Und mein Vater war also ziemlich radikal. Er konnte also so Stasi und Polizei und Grenze, konnte also überhaupt nicht ab und hatte also auch war sehr radikal. Und meine Mutter hat immer versucht, immer noch ein bisschen zu schlichten und naja, sie können es eben nur nicht anders und verstehe sie doch. Und wurde dann manchmal auch schon als rote Socke beschimpft. Könnt ihr mir erzählen, wie das mit dieser Spielberechtigung früher in der Deutschen Demokratischen Republik funktioniert hat, einfach informationsmäßig? Ja, ich bin da bewandert drin, weil ich da mal gearbeitet habe. Das Gesetz war von 1968 übrigens, von dem Vater von Gysi, dem Machschmorn. Und das hieß so, dass man eine Einstufung machen musste, um in einer Tanzmusikformation zu spielen. Dann gab es noch unser Janik, der war Profi, der hatte eine Profispielberechtigung gehabt, da konnte man mehr Geld kriegen. Und wenn man also nebenberufliche Tanzmusik machen wollte, muss man eine Einschulung machen. Die wurde dann unterteilt in Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe und Sonderstufe. Jeweils mit Konzertberechtigung, da konnte man noch ein bisschen mehr Geld rausschlagen. Aber ansonsten war das dann immer so, ich bitte 5 Mark die Stunde, durftest du ja meine Grundstufe nehmen. Dann 6,50 Mark bei Mittelstufe, 7,50 Mark bei Oberstufe und dann 8,50 Mark bei Sonderstufe pro Stunde. Dann gab es noch ein paar, als Mark wurde ja Berechnungssätze, also Transportkosten konntest du ohne abrechnen. Ach, spannend war doch dabei, von einer Kommission spielen zu müssen, oder? Ja, erstmal zu kriegen. Dann musste man vor so einer Kommission spielen in dem jeweiligen Bezirk, wo man anmelden, man musste sich ja anmelden, man musste sich im Kreiskabinett für Kulturarbeit, das hier in Berliner Bezirks. Wir waren in Treptow das erste Mal. Und da war dann ein Musiker, ein Geschulter, weil unser erster Einschwung saß übrigens Anders Vater in der Einstufe. Und ich musste aber jetzt wiederkommen. Er hat unserem Saxophonisten, unserem damaligen Saxophonisten, die den Hinweis gegeben, dass er doch gerade stehen möchte. Der Saxophon. Jetzt lügst du. Er hat eben bloß gefragt, ob es jetzt modern ist, dass seine Töne so schief sind. Weil er wusste nicht, was er wollte. Er hat auch erzählt, dass er gemeint hat, warum er so schief steht und dass er doch wegen der Luft, wegen der Atmung und so weiter. Are you on? Which side are you on? You are. Which side are you on? You are. Are you represent the action? Tell me what the action done. Which side are you on? Hey, come on, represent. Hey, come on, and tell me what my daddy said. I read the battle word. Hey, 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 hey.
Glück, weil ich wohne ja hier in Lankwitz oder bin hier aufgewachsen. Und wir hatten damals eine sehr große Straße, wo unser Haus stand. Sie war unheimlich selten befahren, da waren auch wenig Autos. Und da konnte man Tennis spielen zum Beispiel. Und wir hatten einen sehr großen Garten. Also ich hatte eigentlich eine Berlin-untypische Kindheit, also ohne diese Reihenhäuser oder sowas. Gründerzeithäuser. Also der typische Berliner Hinterhof, den habe ich gar nicht so kennengelernt als Kind. Und eher so das, ein bisschen so das spießige Wuppertal von Berlin. Wäre eine gute Idee. Könnt ihr, denn da bin ich nicht da. Ja, könnt ihr hin. Das ist ja cool. Du weißt ja, wo es ist. Ne? Ja, ich weiß auch, wo es ist. Genau. Mhm. Zeichne mir mal auf, was waren denn die Konfliktfelder zwischen deiner Mutter und dir? Ja, ich glaube, ich habe früher viel Krieg gespielt, mochte ich ja sehr gerne so. Ne? Und im Garten exerziert fand sie gar nicht gut. So sehr linkes Elternhaus mag das nicht, dass Kind im Garten mit irgendwelchen Plastikgewehren rumrennt. Ich fand das großartig. Ja, das waren so die klassischen Konflikte. Was würdest du denn an einem sogenannten linken Elternhaus als problematisch bezeichnen? Ich hätte jetzt auch rechts sagen können und dann etwas anderes tun, was auf einem rechten, auf der rechten Seite sozusagen ein Dorn im Auge ist. Vielleicht irgendwie lange Haare tragen oder sowas. Also das Linke an dem Elternhaus ist, das ist irre schwer zu beschreiben. Also ich kann dir gar nicht sagen, was da die Inhalte direkt sind. Ja. Weil ich mich nicht für sehr politisch halte und es einfach als Schlagwort benutze. Und der Staat war dir auch egal? Ja, ich hatte mal so eine Phase, so, wo ich dann auch den Aufkleber trug oder den Aufnäher. Schmeckt mit dem Scheißsystem oder irgendwie sowas. Ja, also, aber das war nicht ernst. Also das hatte alle, in meinem Freundeskreis hatten das halt alle. Und auch mal ein Mercedes-Stern in der Tasche oder so. War halt, hatte man halt. Aber war nicht jetzt eine besondere politische Richtung oder ein Engagement war da nicht da. Wie hast du denn damals die DDR gesehen, so in der persönlichen Sicht mit Mauer und allem drum und dran dann in Kreuzberg? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe die DDR nie richtig gesehen, mir war das eigentlich wurscht. Also auch dieses hier beklemmende Gefühl, in einer Mauerstadt zu leben, hatte ich nie. Berlin ist riesengroß, Berlin hat wahnsinnig viel Grün und die Stadt, also ich bin sowieso halt immer in der Innenstadt in Kreuzberg gewesen, war gar nicht so auf Felder und Wiesen und sowas aus, das hat man dann im Urlaub gehabt oder so. Und daher habe ich die DDR auch nie wahrgenommen. So, ich meine, klar, ich war an der Mauer, habe rübergeguckt, wusste, da ist ein anderer Staat, aber es ist an mir vorbeigegangen. Wie war denn dein Verhältnis zum Staat 1987? Meins, 87. Na, 87 war... Da war es eigentlich schon gegessen. Also so, ich meine, anfänglich in der Erziehung habe ich schon jetzt auch so diese Idee des Staates und so weiter alles mitbekommen. Und man wurde ja auch als Jugendlicher oder so in dem Sinne manipuliert, ja, sagen wir mal 12, 13 in dem Alter. Aber da kam dann der Bruch eigentlich. Praktisch, sagen wir mal, mit den Pubertätsjahren so. Naja, ich meine, jeder hat natürlich auch den Kontrast zwischen dem öffentlichen Bild, wie es dargestellt wurde, des Landes und der Wirklichkeit mitbekommen, also jeder halbwegs intelligente Mensch. Und wenn man jetzt praktisch hier auf den Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder so, da hatte niemand mehr damit was am Hut. Also gerade auch in der Zeit fing es ja auch an, wo viele Leute dann auch Bekannte auch rübergegangen sind oder man selber auch schon langsam irgendwie überlegt hat, wie lange geht das hier noch, A oder B jetzt. Was machst du, wenn das hier noch ewig so weiterläuft? Und was hättest du gemacht? Na, ich hatte damals für mich selbst so eine Grenze gesetzt. So ist, also 25, so habe ich gesagt, aber dann muss was passieren, was ganz entscheidend ist. Also. Damals Kontakt zu einer Radiotante und die Radiotante hatte Kontakt zu Michele Baresi und meinte, hey, in Ostberlin gibt es eine Band, die sind genauso wie ihr, die haben auch dieselbe Besetzung, macht doch mal was mit denen. Na gut, bin ich dann mal so los, ne, als Delegierter von der Band, hab vorne 25 Projektleiter. Projektleiter,
25 Mark Eintritt gelassen, ja. War dann so in Ost-Berlin und traf Oliver Frohn. Und Oliver Frohn kam dann in den Kopf, doch mal eine Tour zu machen. Ne? Blechreiz, Michele Baresi, Tour durch die Täterei. Aber vorher wollten wir natürlich die Band erstmal kennenlernen und deswegen sind wir in einer Abordnung rübergefahren zu einem Konzert, was außerhalb von Berlin stattfand, was ja streng verboten war. Da haben wir Volker mit seinem VW-Bus klar gemacht und sind dann also mit Visa und allem rüber und haben uns dieses Konzert angeguckt und festgestellt, dass die wirklich ziemlich ähnlich sind wie wir. Und das war ein starker Abend, das zu sehen, dass man, dass es da noch jemanden gibt, der genauso schräge Ska-Musik versucht zu machen, wie wir damals. Ja, und das nur ein paar Kilometer von Jungsraum entfernt. Nicht irgendwo im wirklichen Ausland, sondern in derselben Stadt. So. Also vor November so war, hast du heute etwas Zeit, die Nummer da, die hatte damals so ein bisschen anderen Text. Da gab es eine Reaktion jetzt. Aber das war kurz davor und war nicht so schlimm. Was hatte das für ein Text? Was zu dieser das hieß damals, hast du 40 Jahre Diktatur. Hast du heute etwas Zeit? Wie wär's mit einem kleinen Putsch? 40 Jahre Diktatur. Ich schau langsam auf die Uhr. Da war ja genau, da war einer von der FDJ im Publikum und hatte gleich weiter gemeldet an die Bezirksleitung. Und da haben wir dann sogar mit dem Kultur, wie hieß es damals, Kulturrat. Was war denn so wild wie Wankine Widerstandskombo? So wie Herbst in Peking oder irgend sowas. Nee, nochmal nicht, aber die haben da irgendwie so total Aufriss gemacht, aber dann mussten sie selber um ihre Posten bangen und da hing das ganz schnell unter. Komm schon. Gesagt hat, so die Mauer ist jetzt offen und dann alle ganz aufgeregt hat zum Brandenburger Tor gefahren. Und ich bin was auf dem Bett gelegen und gedacht, oh naja, jetzt bricht das Chaos hier unten. Ja, und war eigentlich nur so, dass ich mir gedacht habe, oh, das wird sicher super anstrengend. Das war es ja dann auch anschließend mit diesen ganzen 100 Meter langen Schlangen vor der Bank mit Begrüßungsgeld und so. Uns hat es jemand erzählt, wir wollten es nur nicht glauben, wir waren irgendwie unterwegs in Clubs und in der Kneipe und sind dann nach Hause gefahren, haben Tagesthemen angeschaltet. Und dann kam dann auch die Meldung und konnten sie eigentlich auch noch gar nicht glauben, sind dann losgefahren, haben uns schnell noch eine Flasche Wein gekauft, noch zu viert oder zu fünft waren wir.
Und dann, als wir drüben waren, kannte die Freundin von mir, die wusste also auch sofort, wir fahren da Neuendorfplatz, da eine Kneipe und da ist jemand ausgereist und der besitzt jetzt diese Kneipe und da können wir auf jeden Fall hinfahren, weil wir waren ja erstmal orientierungslos, wir sind Sonnenallee rüber, wir wussten ja nicht, wo wir hinfahren und sind da hingefahren und es war dann auch, war schöner. Bloß das Problem war dann noch in der Nacht, weil ich war mit einem Freund da, der hat ziemlich viel getrunken. Und wir wollten dann so um 5 oder um 6 wieder nach Hause. Und da fuhr natürlich nichts mehr. Also um 4, ich glaube um 4 war es, es fuhr einfach nichts mehr. Fuhr keine U-Bahn, keine S-Bahn oder die S-Bahn-Station war jedenfalls nicht in der Nähe. Und wir sind da durch die Stadt geirrt ohne Stadtplan und haben immer Leute gefragt, wo es denn wieder in den Osten geht. Also erstmal war es wirklich irre, wie die Leute in der ganzen Stadt drauf waren. Die waren, alle waren glücklich, alle waren unheimlich liebevoll und nett zueinander. Das hatte ich vorher noch nie erlebt. So eine ganz breite Sympathie, die einem entgegenschlägt, egal wo man hinkam. Und es wurde überhaupt nicht gefragt, aber West-Ost war völlig egal, sondern es war einfach toll. Also, hey, toll, dass du da bist. So, komm doch mal vorbei oder so. Also das war einfach eine riesen Sympathiewelle da. Und das fand ich sehr, das hat mir total gut getan. Das hat mich auch angesteckt. Ich glaube, so ging das den anderen auch. Das hat jeden angesteckt. Am Anfang fand ich das eigentlich alles ziemlich doof, als alle ganz klasse gefunden haben. Ein halbes Jahr später, werde ich mich noch erinnern, dann so 90, fanden das alle super doof aus dem Westen. Na, dann hatten sie jeder von diesen Schweinen hatte dann seinen alten Golf für völlig überteuerte Kohle in so einem Ossi angedreht und hat aber gleichzeitig gemerkt, was für Bunken das da sind mit ihren Stonewash-Jeans und mit ihren ekligen Turnschuhen mit dem Klettverschluss. Ja, und dann kam dann so diese West-Arroganz. Ne? Und dann hatte ich da wirklich ein paar Freunde bei mir zu Hause, kann ich mich noch gut erinnern. Und die haben alle drüber hergezogen, so eine halbe Stunde lang. Dann fand ich die so widerlich. Also so und so eklig. Ne? Und seitdem mag ich die eigentlich ganz gern, diese Oster. Die Frau Twilight will ich auf dich warten. Komm zu mir am Abend und öffne weit dein Herz. Und dann fühl ich dich dahin, wo keiner sich gern hinhört. Vielleicht willst du mich fragen, was meine Art so treibt. Sie warten auf das Ende, auf eine bessere Zeit. Sie werden sie erfahren, der Henker steht bereit. Sie warten auf das Ende, auf eine bessere Zeit. Willkommen in Barbarenzeit. Es gibt dich nicht, um aus der letzten Runde nichts und niemand ist in sich. Du tanzt mit dem Alten, der sich in die Hose pisst. Und der zum Teufel sammeln, dass das eine Schande ist. Und ich nicht tanze mit Rosa und fass sie in den Schritt. Ich weiß, es hat sie gerne und vielleicht kommt sie noch mit. Drum aus der letzten Runde, vielleicht noch mehr Glück. Du tanzt mit dem Alten und ich bin Rosa mit. Willkommen in meinem Beinzeit. Willkommen, 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 willkommen. Willkommen in meinem Beinzeit. Verfall, zum Beispiel an Häusern oder so. Ich meine, hat was Erotisches. Das sollten sich die Leute in Westdeutschland merken. Da sieht alles so glatt und gewienert aus. Findest du den Westen barbarisch?
Harter, auf jeden Fall harter. Klar. Warum? Warum? Wie das kommt oder warum ich das empfinde? Und das, was mir eigentlich so am Osten immer so gefallen hat, also die Sache, die mir gefallen hat, war eigentlich so der private Raum. Und der fehlt mir irgendwie jetzt. Also der ist irgendwie abhanden gekommen. Den gibt es im Westen nicht. So Freundschaften oder dass man eben also wirklich viel zusammengesessen hat. So, und das geht abhanden, weil jeder damit beschäftigt ist, sich seine Existenz abzusichern oder in seinem Beruf weiterzukommen. Oder das und das zu erreichen. Also andere Sachen jetzt eine größere Priorität haben als jetzt so der private Raum oder freundschaftliche Sachen. Yes. Bei uns ist ja in der Band eigentlich niemand Musiker. Weiß nicht, vielleicht ist es auch sehr schwierig gewesen, als Musiker überhaupt durchzukommen. Du musstest entweder die vollen Schweinejobs annehmen, damit du täglich dein Geld hattest, oder du hast irgendwas gemacht und hattest halt kein Geld, ne? Weil zum Erfolg zu kommen, das schaffen halt nur ganz wenige von den vielen oder so. Und im Osten gab es ja die Künstleragentur und damit Einstufungen und so weiter. Als Musiker warst du eben auch abgesichert, ne? Das heißt, du hast Rente gehabt und sowas, was ja bei uns erstmal nicht der Fall ist. Wenn du Musiker bist, gut, ne? Dann musst du halt sehen, wie du an dein Geld kommst. Ne? Ja, ja klar, ich meine, du unterliegst natürlich logischerweise den Mechanismen des Marktes, wie auch immer, wie auch ihr mit dem Film oder alle Bereiche eigentlich davon erfasst sind. Aber das bedeutet ja noch nicht grundsätzlich, dass du dich prostituieren musst. Deswegen, also wir machen schon die Sachen, die wir machen wollen. Und andererseits denke ich auch immer, dass wenn eine Sache richtig gut ist, geil ist, dann verkauft sie sich auch irgendwie. War denn das schwierig, überhaupt an so einer Schule aufgenommen zu werden? Na, wie an jeder anderen Kunsthochschule muss man eben auch eine Eignungsprüfung machen. Und gab es sehr viele Bewerber und wenige Leute, die das dann studieren konnten, oder? Also Saxonisten gibt es ja immer sehr viel. Also ich glaube, in dem Jahr, in dem ich mich vorgestellt habe, waren es ungefähr 15 oder 10, weiß ich nicht mehr genau. Und wie viele sind dann letztendlich genommen worden? 3. Arbeitslosengeld. Ich habe vorher 2 Jahre gearbeitet, sonst war so ein ABM-Projekt. Was war das für ein ABM-Projekt? Das war draußen in Hohenschönhausen, also in diesen Neubaugebieten, ein Verein, der einfach Musikunterricht gemacht hat. Und das ist natürlich ein gutes Angebot, also auch da für die Kinder. Angestellter für eine PR-Agentur, die Werbung macht, die Veranstaltungen macht und die alles Mögliche im Bereich Kommunikation dann macht, direkt. Und arbeitet diese Werbefirma für irgendeine Unternehmen, für Ostfirmen? Oder? Naja, also sie arbeitet schon für Firmen, die im Osten sitzen, aber ist interessant festzustellen, dass eigentlich die so Chefetagen, mit denen ich jetzt nicht direkt in Kontakt stehe, aber halt mein Chef oder so, dass die alle Westler sind.
das immer so ein bisschen Klassenfahrt, ne? Also wir, ich meine, naja, wir sind so zwischen 26 und 34 oder 35. 36. Und wir können uns das immer noch leisten, was in diesen Bus da reinzusitzen. Und jetzt einfach zu wissen, jetzt haben wir aber 20 Tage Spaß und jetzt fahren wir richtig auf die Kacke und machen die dümmsten Witze und senken das Niveau bis zum Anschlag und gucken uns 6 Videos am Tag an. Also musikalisch sind wir irgendwie, glaube ich, zu 5/8 Punkrocker, die Ska spielen. Das hört man auch ziemlich deutlich, wenn wir live spielen. Aber das ist ja noch nicht mal die halbe Miete, finde ich. Der Rest ist so. Wir haben 1/8 Tango drin. Schwer zu sagen. Cool, rein Tango. Komische soziale Gebilde, Brechreiz. Und vor allem das Ganze ist mal mehr als die Summe seiner Einzelteile. Auf jeden Fall. Und sowas will ich nie wieder hören. Zeile und fragt uns um Erlaubnis, wenn wir die okay finden, dann machen wir das. Dann singt er nicht. Im Prinzip schreiben wir alle mit eigentlich. Ja, also die Grundfragmente macht Oliver schon, das kann man nicht sagen. Halt. Die Textentwürfe und die Crew-Fragmente kommen schon von Oliver. Singt er deswegen Deutsch, weil er aus Berlin seid, oder? Nö, das hat nichts mit Berlin zu tun unbedingt. In der Heimatsprache. Also ich bin ja nicht aus Berlin, ich bin ja ein richtiger Leipziger. Das ist ja, was Sie sagen. Aber ich bin trotzdem Sächsisch, bitte. Im Sächsisch, ich bin Leipziger. Kann man auch noch fast als Deutsch bezeichnen. Nee, aber was soll man in einer anderen Sprache singen, als in der man auch spricht? Also ist ja Quatsch, meine, sich da krampfhaft irgendwelche englischen Texte auszudenken und dann versuchen, das zu imitieren, damit es nur weltweit verstanden wird, ist ja Quatsch. Also man kann das in einer fremden Sprache nicht so gut ausdrücken als in Deutsch. Du kannst sogar kein Englisch. Das sowieso nicht. Was ist denn euer Zielpublikum oder was ist euer Publikum? Publikum ist im Prinzip genauso durchwachsen wie die Musik. Also wir haben jetzt, um nochmal auf die Ska-Szene zurückzukommen, wir haben schon Leute, auch durchaus sicherlich Ska-Fans oder Skinheads im Publikum, aber das sind dann eben auch die, die das akzeptieren, dass wir eben musikalisch nicht nur auf dem Ska-Level bleiben, sondern eben auch ein bisschen andere Sachen damit einfließen lassen. Hier im tiefsten Herzen Neuköllns verbirgt sich die Edition Lohnen. Wir gehen hier mal rein. Hier gibt es alles Mögliche, was den Mann aus der Szene interessieren könnte. Und natürlich den ganzen Blechreiz-Scheiß, den kann man hier bestellen. Und der wird einem dann zugeschickt, wenn man zahlt. Zum Beispiel gibt es hier auch so nette kleine Heftchen, Magazinchen, das Skin Up oder Skin Tonic. Hier für den Rollerfreund gibt es auch Magazine. Dann ist hier das Büro. Da reingucken. Alles da, Personal, der Chef von Mokko natürlich.
Und hier ist das Lager. Gehen wir jetzt auch mal rein. Hier gibt es zum Beispiel Haarschneidemaschinen oder ganz oft Aufnäher oder so, die man sich auf die Jacke nehmen kann. Aufkleber, Buttons, alles Mögliche. Jede Menge T-Shirts für den Textilfreund. Zum Beispiel das Blechreiz-T-Shirt oder auch jede Menge andere. Dann gibt es weiterhin noch zum Beispiel Bücher für den, der gerne liest. Gibt es hier zum Beispiel über einschlägige Themen nette Fotobücher oder auch was über Fußball, sowas zum Beispiel. Oder die Two-Tone-Story, auch sehr beliebt. Dann gibt es hier jede Menge Platten, ja, zum Beispiel ein Klassiker, die alte Ceresit-LP. Oder eben hier so CDs und natürlich ganz wichtig Buttons hier immer. Hier kann man sich an die Jacke stecken und so. Ne? Ganz prima, sowas. Du erzählst, du kriegst auch hin und wieder Post von Leuten, von denen du nicht gerne Post bekommst. Ja, ab und zu ist natürlich unter der Post sind dann irgendwelche Einladungen zu Nazi-Treffen. Da bin ich dann mit meiner Adresse in irgendwelchen Verteilern drin, ohne dass ich da rein wollte. Oder auch irgendwelche Spinner, die mir Hakenkreuze schicken oder auch Drohpost. So, ne? Aber das ist ganz selten. Also unter den Briefen, die wir kriegen, sind das absolute Ausnahmen. Ein Lied gegen Nazi-Glatzen. Dangerous Night. Skins ist es halt viel Spaß haben, eben in der Gruppe zusammen zu sein, Musik zu hören, zu tanzen, wie es eigentlich bei jeder in der Gruppe ist. Ne? Das unterscheidet sich da nicht großartig von dem Team. Tja, du wirst ja erstmal von der Allgemeinheit als rechts eingestuft, ne? Optisch. Und das heißt, es ist dann an dir, das entweder so zu belassen, das Image, oder eben was dagegen zu tun. Ne? Leider ist man eben in der Situation, dass man sich dauernd erklären muss. Ne? Da haben es andere Jugendgruppen besser, die müssen das nicht. Ne? Wenn du dir anguckst, was in Hoyerswerda los war, dann war die Masse, waren keine Skins oder so. Da waren ein paar dabei, auf jeden Fall. Aber, oder Nazi-Glatzen. Aber die Masse, die Leute auch mit Material versorgt haben und so, das waren keine Glatzen. Das waren irgendwelche Leute und die kenne ich alle nicht. Über die kann ich nichts sagen. Ne? Fandst du die Politik so viel über Antifaschismus zu reden in der DDR gut? War schwer und das war ja immer irgendwie mit drin, aber im Nachhinein muss man sagen, dass solche Art von Aufoktroyierung da nicht allzu viel gebracht hat, denke ich mal. Wieso war das aufoktroyiert? Naja, weil im Prinzip mehr oder weniger in jedem zweiten Satz betont wurde, dass der Faschismus und solche Wurzeln, dass die Denkweise ausgerottet ist und meines Erachtens nach war halt nicht eine Frage, wo man einfach sagen kann, also Faschismus ist nicht so eine Sache, die man einfach stumpf und stil ausrotten kann in den Köpfen oder so, sondern die Ursachen hat, also die auch menschlicher Natur sind. Faschistisches Denken hat ja viele, viele Wurzeln. Jetzt sagen wir mal Feindlichkeit gegenüber den anderen, Feindschaft gegenüber Andersdenkenden oder gegenüber Andersaussehenden und so weiter. Oder wie beispielsweise Antisemitismus, das ist ja auch sehr alt oder so. Man kann nicht von heute auf morgen sagen, okay, wir sind das nicht mehr oder ihr seid das nicht mehr und alles ist antifaschistisch oder was auch immer. Das nächste Lied ist aus zwei Gründen besonders. Zum ersten ist es ein altes russisches Wiegellied, was man da drüben zum Einschlafen singt und wir spielen euch das zum Aufwachen. Und bei diesem Lied wird der liebe Prüfer in Russisch singen und wir bitten euch darum, ein bisschen Russisch zu tanzen. Bitte, mit der Wolga. Чуки я гасляба, рши дрощак застяг. Кне кероне дрошви визяки сладня. Чуки я гасляша шляба. Чуги я газ я строжи, рыжий на свеж, чем Кензаводск.
Żyje krasz, widzę jak jest rare. Jest rusz, widzę genere. Hasjanim jest, jest! Hej! Hej! Berlin ist eine Stadt, die sich total verändert hat. Wie empfindest du Berlin heute? Na, ist größer geworden. Ne? Das heißt, das Einzugsgebiet ist viel größer geworden. Ist so, als wäre, ist ja auch im Prinzip eine neue Stadt dazugekommen. Ne? Plopp, plötzlich war die da und du hast einen größeren Radius einfach. Ne? Man kann mehr machen und kann weiterfahren. So, das ist das, was sich erstmal verändert hat. Ganz emotional betrachtet. Was erlebst du an Veränderungen am intensivsten? Das ist für mich persönlich auf jeden Fall was ganz wichtig ist, die Stadt größer geworden ist. Dass die also nicht mehr da in Treptow an dieser Mauer aufhört. Und dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt ziemlich viel in Berlin trifft, ziemlich viel passiert. Am meisten natürlich kulturelle Sachen, weil ich denke, dass mehr im Osten passiert mittlerweile als im Westen und der Westen eigentlich fast ein bisschen tot ist oder mich für mich tot wirkt. Also mehr nur so, dass die Einkaufslandschaft, Einkaufshäuser, große Kaufhäuser und im Osten eigentlich die kulturellen Sachen passieren. Was hältst du von der These, dass der Westen den Osten überrollt? In einer gewissen Weise ziemlich viel. Also, wenn man sich anguckt, was alles im Osten jetzt neu ist, in Anführungsstrichen, ist das sehr, sehr westlich geprägt. Da fehlt mir noch so ein bisschen so der eigene Charme oder die eigene Spezialität. Und überrollt, würde ich sagen, ist auch nicht ganz richtig, weil die Leute ließen sich auch gerne überrollen ab einem Zeitpunkt. Weil ja sicher auch einfach erstmal das alles ranschaffen, den Status kriegen, das Auto kaufen, das schneller fährt als ein Trabi oder so. Insofern würde ich nicht von Überrollen sprechen, sondern von, also es ist ein beidseitiges Ding, überrollt werden und überrollen lassen. Ich meine, klar, das Wirtschaftssystem hat gesiegt, das Westliche. Das ist das Markanteste. Und die Leute sind natürlich auch eben die Westdeutschen eher geprägt von diesem Wirtschaftssystem eben und auch von der dazugehörigen Kultur und so. Aber sind auch Menschen. Wie wir. Was hältst du davon? Wer sucht dich am Klavier und wir uns entkommen? Mir einen Grund hab ich mich oft gefragt. Ein Haufen Stellvertreter regiert in dieser Stadt. In dieser Stadt. Könnte es nicht sein, dass wir statt deiner sind. Denn das ist ein Wort, sind die ja bereit. Kommst du aus dem Verkehr, das täten wir als Ersten. Später kämen dann noch mehr. Gibt da noch mehr. Braunschweig, Wiebke aus Heilbronn, sie wohnen im Prenzlberg und wissen sicher auch, wenn sie sind nicht um eins und nicht um zwei, die Amis und die Russen, die machten sich dabei.
Glaubst du denn, dass wir inzwischen zusammengehören, die beiden Teile Deutschlands, oder? Also ich denke schon, klar. Es gibt die Unterschiede, die ich schon mal angesprochen hatte, aber natürlich ist ein Land eine Kultur auch in den Wurzeln. Man musste bloß auch wieder neu entdecken und auch neu aufeinander irgendwie eingehen, vor allen Dingen auch ohne jetzt so immer den kruden, wie soll man sagen, ja, die Missverständnisse immer so überzubewerten. Berlin ist super geil. Wird immer besser. Thank you.